Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil Zero. Ja, ich fange jetzt weiter an mit der zweiten Folge. Resident Evil Zero. Ich hatte zwar ein paar technische Schwierigkeiten, weil das Problem war, ich wollte es unbedingt auf Vollbildschirm stellen, aber er hat mir dann direkt Arrow angezeigt, fortsetzen. Ja, und so. Ja. Muss ich doch im Fenstermodus wieder spielen? Ja. Keine Ahnung warum. Aber, okay. Wir nehmen es einfach mal so hin. Und natürlich, mich stört echt die Maus. Also ganz ehrlich, Capcom, ihr hättet es wirklich, so wie bei Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake, wirklich so machen können, dass wenigstens... Ach, die ist ja immer noch verschlossen, ja. Dann komme ich hier rein. Nee, hier komme ich auch noch nicht rein, ja. Also heißt es, ich muss doch den ganzen Weg wieder... Ach, diese Steuerung. Zurückgehen, leider. Ja, es tut mir gerade leid, weil ich weiß echt nicht, wohin ich gehen soll. Weil, wie gesagt, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Genau. Ich spiele das Spiel jetzt zum ersten Mal. Ich hatte ja, ich gehe mal hier hoch. Hier war ich ja noch nicht. Und, Weil wenn, dann will ich ja auch, oder war ich hier schon? Ah ja, da war ich nur ganz kurz. Aber hier komme ich nicht weit. Okay, hier ist der Weg also versperrt. Das heißt, ich muss zurück zu dieser Leiter. Ja, muss zurück zu dieser Leiter. Nein. Da. Ja. Heute ist Freitag. Hey, und Wochenende. Somit. Ja. Soweit ist alles wieder Wochenende. Ja, viele müssen ja durch die Corona-Krise ja nicht arbeiten, haben Angst, ihre Jobs zu verlieren, was traurig ist, oder haben schon viele ihre Jobs verloren. Wenn ich ehrlich bin, nee, da muss ich nicht rein. Und es ist wirklich halt sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Und klar, an die Leute, die meinen, ja, wir gehen trotzdem nach draußen und werden hier halt uns mit Leuten treffen. Es wurde direkt klipp und klar halt gesagt, dass wir am besten zu Hause bleiben sollen, weil anscheinend ist die Ansteckungsgefahr doch größer, als man vermutet. Und wenn ich die Zahlen jedes Mal lese, dass die sich erhöhen, ja, ist das schon auf gut Deutsch, weil damit ist niemandem geholfen, ganz ehrlich. Ja, aber okay, ich will jetzt hier nicht den Moralapostel spielen, tut mir leid. Klar ist das schwer und... Autsch. Okay. Ja, ich bin halt wirklich eine... Das Dach ist eingestürzt und liegt nirgends zerschmettert auf dem... Ja, Boden. Es scheint von einer äußeren Gewalt zerstört worden zu sein. Mhm. Gut, dass wir Munition haben, natürlich. Aber wir haben sehr viel, glaube ich.
Und da ist auch ein Ort. Jetzt war ich am Überlegen, welcher Knopf hat mich jetzt ja, auf C. Und natürlich werden wir das mit dem hier. Ach, können wir nicht. Verdammt. Okay, wir können nicht kombinieren, was eigentlich schade ist. Ja. Aber ist leider so und wir versuchen. Ah, hier ist noch ein Heilspray. Ein Schlüssel mitnehmen. Jetzt habe ich mal aber das Problem, ich kann dieses Heilspray nicht nehmen. Ja. Ja. Somit werden wir erstmal das hier verwenden. Der Dienstaufzug. Ja, bitte. Und ich glaube, wir müssen dann mit wem müssen wir denn dann? Ah ja, mit Billy, genau. Mit Billy. Und wir geben ihm, geben wir ihm den Farbband. Nee, wir geben ihm mal ein paar Munition. Ja, wir geben ihm jetzt mal die ganze Munition. Kriegt er natürlich wieder. Und wir müssten, glaube ich, V drücken. Dann können wir mit ihm spielen. Genau, mit V. So. Wir gehen auch bei ihm jetzt direkt erstmal ins Inventar. Ach, er hat schon. Und natürlich kriegt er auch. Ja, komm. Einen anderen Outfit. Sträfling, nein. Sakko, nee. Ach du Jemini. Gibt's noch andere? Ja komm, nehmen wir den da. Okay. Natürlich muss auch ein Mann. Ja. Ich weiß nicht, gibt es hier noch auf dem Stick etwas, was ich ma hätte machen können müssen? Ich weiß es nicht. Ich warte, ich muss einmal zurückgehen. Geh mal zurück. Dreh dich. Dreh dich. Dreh dich. Geh zurück. Kannst du nicht schneller gehen? Nein, natürlich kann er nicht. Ist auch ganz nicht gerade angebracht, wenn man schnell geht, was natürlich gerade blöd ist. Nein, ich will hier gucken, weil ich habe keine Lust, dass ich hier irgendetwas vergesse, aber nichts. Das heißt, ich muss wirklich zurückgehen. Ja. Oh. Wieso geht da jetzt nicht? Ah, jetzt. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss ja wirklich noch, was die Tastatur betrifft, reinkommen, weil ich das leider nicht weiß. Also zumindest ist das eine Übung, weil ich habe kein Mauspad oder kein Gamepad. Und von daher, ja, es ist halt so. Ja, bitte. Es ist so, wie es. Und ich frage mich gerade, wo ich lang muss. Weil Leute, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, ob er. Nein. Also er kommt auch nicht da rein. Weiß er es. Ich weiß es echt nicht. Aber ich glaube, ich komme in diese eine komische automatische Tür rein. Glaube ich. Testen wir jetzt einfach. Jawohl. Perfekt. Und hier ist. Wollen wir da direkt rein oder wollen wir erstmal. Wir gucken uns erstmal hier um. Weil hier geht auch ein Weg. Ah ja, stimmt ja. Ich habe mit ihr die Munition. Nehmen. So, und. Billy hat, glaube ich, Moment, 126, 13, okay. Ja,
Nee, ich weiß auf jeden Fall, wo jetzt. Ah, nein. Also, wie gesagt, ich muss wirklich. Die ist von der anderen Seite verschlossen. Na super. Ach ja, oh nee. Das, da ist eine Zu. Entschuldigung, da ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen brauchen Sie irgendein Werkzeug. Ja, okay. Also, na, müssen wir, glaub ich. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen, ganz ehrlich, Leute. Ich weiß es nicht. Das, wie gesagt, ich spiele das erste Mal dieses Spiel. Ich meine, ich habe Nemesis damals gespielt gehabt, auch durchgespielt. Und ich habe angespielt, hatte ich den ersten Teil von Resident Evil. Ja, und ja, was ich im Moment auch spiele, ist halt Resident Evil 6 hatte ich so gespielt. Ich bin auch am Überlegen, ob ich davon auch ein Remake mache. Nee, ich komme hier nicht durch. Oder warte mal, wenn ich auf die schieße. Nein. Natürlich nicht. Okay, Leute, schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie es weitergeht, aber bitte nicht spoilern, weil ich habe keine Ahnung gerade im Moment. Hier vielleicht was ich brauchen könnte? Moment. Ah, durch das Fenster sehen Sie eine kaputte Leiter, aber die nützt Ihnen jetzt nichts. Ja, okay. Ja, schön. Ich will. Nein. Hier ist anscheinend gar nichts. Und bleibt bitte alle da, wo ihr seid. Nein, ruhig wieder. Ja. Wie gesagt, ein Game Pad habe ich nicht. Weil ich spiele mein. Also ich spiele halt wirklich Spiele nur übers PC. Du bleibst auch liegen, bitte. Und mich hier rein. Bitte. Ein Karte-Lesegerät. Die Tür öffnet sich sicher, wenn Sie die richtige Karte haben. Na super. Ja. Leute, weiß echt nicht. Moment. Muss einer mit. Ach so, ja, ich habe ja noch einen Schlüssel, genau. Den hätte ich vielleicht auch mal da reinlegen können. Dienstaufzug, erste Etage, rufen ja bitte. Ich hätte wirklich. Seht ihr? Wenn man auch mal nachguckt, dann hat man den auch. Objekt hier ablegen, ja bitte. Und zwar das hier. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob man da noch den Inventarplatz weiter bekommt oder ob man den erweitern kann. Ich weiß es halt nicht. Könnt ihr mir ja bitte auch in die Kommentare schreiben, da ich es halt leider nicht weiß und ich. Ja. Also, wie gesagt, die hätten das, wenn sie schon etwas so wie bei Resident Evil 2 und 3, dem Remake hätten sie auch so machen können. Also auch die Grafik etwas verbessern können, finde ich. Aber so ist das eigentlich ein ganz gutes Spiel, finde ich. Und ja, es macht Spaß. Sagen wir mal so. Normalerweise spiele ich nur Online-Spiele, also MMO wie World of Warcraft, The Elder Scrolls Online und ja, und noch andere, aber die ich halt nicht wirklich veröffentliche. Also auf meinen Kanal nicht reinpacke und daher, ja. Ja, super. Nehmen. Na, jetzt haben wir auch wenigstens den Schlüssel.
von der lieben Rebecca bekommen. Genau, Rebecca heißt sie. Fällt doch rein. Und ja, ich muss auch meinen Timer ein bisschen im Auge behalten, weil sonst habe ich das Problem, dass ich wieder über die Länge schlage. Und darauf habe ich halt echt keine Lust. Und ich finde, der Anzug sieht bei ihm richtig scheiße aus. Aber nun gut, er hat jetzt eine andere Kleidung und es ist einfach in Ordnung und von daher. Ja, was mich nur aufregt, ist halt, dass ich im Fenstermodus spielen muss und nicht im Vollbild. Das ist halt ziemlich schade. Und selbst wenn ich Vollbild spiele, ist es halt so, dass ich nicht in das Computermenü reinkomme. Na, geh doch, geh doch. Und verwende. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen, ja. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Super, ne? Fängt heute klasse an. Also es fängt wirklich schon klasse an. Und ja. Wie viele Plätze habe ich noch? Kombinieren kann ich noch nicht mal. Ich muss echt, das ist echt katastrophal, finde ich. Machen. Diese Dokumente scheinen sich auf den Zugbetrieb zu beziehen. Sie sind über den Schreibtisch und den Boden verstreut. Okay. Kann ich hier noch was anderes machen? Gibt es hier noch irgendwas anderes? Ah, Moment, hier ist ein Zugplan. Perfekt. Klasse, jetzt wissen wir hier, also hier waren wir schon überall, außer da und hier. Das ist schon mal gut. Ja. Ach ja, stimmt ja auf Escape. Karte des Zugs mitgenommen. Ja, perfekt. Und wir haben hier einen Aktenkoffer. Können wir den schon aufmachen? Ich hoffe, das wäre sehr schön. Untersuchen. Ah, nee, nee, nicht wirklich. Also da fehlt irgendetwas. Ja, genau. Da war ja fehlt. Es fehlt irgendwie immer alles. Hier ist gar nichts. Verdammt. Ja, echt nicht. Kann doch nicht sein. Moment, ich guck mal eben auf die Karte. Ich weiß noch nicht, die Abkürzung von der Karte anscheinend. Hier ist alles grün. Ja, super. Da ist zu, da komme ich nicht rein. Da war ich noch nicht drin. Okay, aber wir müssen einmal nach Rebecca ihr die Pflanzen geben. Doch im Moment, warte mal. Da blinkt so ein rotes Licht. Da ist ein Schalter. Umlegen, ja bitte. Ah. Gehen wir jetzt darauf. Nee, wisst ihr was? Ich gehe jetzt einmal zurück, dann komme ich wieder dahin, dann gehen wir die Leiter da hoch. Weil wir müssen der lieben Rebecca das Kraut wiedergeben. Oder wisst ihr was? Ich mache das ganz anders. Wenn ich schon mal hier. Ach nee, ich kann ja. In den Räumen gab es ja noch keine Truhen. Zumindest in den Speicherraum gab es keine Truhe. Und also muss ich Rebecca mit den Heilkräutern vollpumpen oder vollpacken, so gesehen, damit die liebe Rebecca die mischen kann und Platz hat. Ah, das ist wieder so ein Hin und Her.
Leute, ganz ehrlich, manchmal. Aber so, ich verstehe nicht, warum da keine Truhe ist. Ich meine, beim ersten Teil meine ich, da ist eine Truhe. Ich weiß nicht, wie es beim Remake aussieht. Ich glaube, nee, ich habe ja im Herrenhaus, da wo die Statue war, gespeichert. Ja doch, ich glaube, ich habe schon eine Truhe gesehen in Resident Evil 1, aber ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ja, bitte. Daher kann ich es nicht sagen, Leute. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es hier bei Zero Truhen gibt, wo man wenigstens seine Sachen. Da kommt Rebecca. Hallo. Ja, komm. Einlagern kann, das wäre nämlich sehr schön. Habe ich schon einen Kronos? Ja, genau, seht ihr. Könnte das jetzt komplett kombinieren. So. Und ich glaube, ich könnte. Kann ich das auch mit dem zweiten Kraut? Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Ja, was mache ich jetzt? Ein grünes Kraut habe ich. Naja, wisst ihr was? Ich gebe ihr das. Ganz einfach. Ich gebe ihr das. Glaube nicht, dass ich mit ihm Heilung brauche. Ich will soffen. Ah! Weil, wenn ja, dann na, ist gut, ist Feierabend. Aber egal, wir schaffen das schon. Ja. Das Blöde ist ja, dass man, wie gesagt, halt. Ich würde auch gerne wissen, ob es auch mehr Inventarplätze gibt. Das wäre nämlich genial und ich würde mich auch darüber freuen. Aber ich glaube nicht, dass es das gibt, Leute. Kombinieren. Wieso geht das nicht? Ach, verdammt. Na, egal. Lassen wir es. Lassen wir es einfach. Und dann wechseln wir halt zu Billy. Billy. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt wieder zurück. Da, zu der Leiter und gehen da hoch. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass das wirklich richtig ist. Glaube ich. Weiß es echt nicht. Aber besser, dass man da einmal trotzdem mal nachguckt, weil wenn man da schon mal war, dann macht man das auch fertig und dann sieht man ja weiter. Ist meine Meinung und würde gerne speichern wollen. Nicht speichern, aber ich würde gerne eine Truhe haben wollen. Aber bis jetzt, na okay. Es ist so, wie es ist und man kann halt nichts ändern. Ach. Verdammt, diese Kamera. Ja. Dann gehen wir mal da rein. Und anscheinend hat er beim Türen öffnen eine unsichtbare Hand. Oh, unsichtbare Hand, okay. Ja, aber ist wirklich so. Ich meine. Wenn man. Ah, okay, hier bin ich. Irgendwas. Gläser und Flaschen sind über die Theke verstreut. Okay. Sollen wir die Kasse plündern? Weiß nicht. Stop. Oh nein. Oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. War wirklich doch, glaube ich, keine wirklich gute Idee.
Da rein, hier rein. Dass wir da drinnen sind, ich glaube eher weniger. Natürlich sind hier wie viele Plätze habe ich? Oh, ich habe nur noch einen. Dieser verdammte Aktenkoffer, ne? Macht einen zu schaffen. Wenn ich ein Fahrband habe, würde ich sofort speichern wollen. Ich meine, besser als gar nichts. Da ist ein Heil, da ist Munition. Gerne, bitte aufheben. Ja, bitte. Nee, dir den Heil. Was mache ich denn jetzt? Fahrband. Und jetzt habe ich auch keinen Platz mehr, ne? Nee. Da ist Munition. Was ist hier? Hier echt nichts mehr. Gut. Kann ich nicht aufheben. Wisst ihr was? Ich werde dieses Fahrband ablegen. Ja, bitte. Und ich werde mir ach komm schon, die Schrot hier nehmen. Ach du Scheibenkleister, zwei Blöcke braucht er. Dann lassen wir auch die das hier. Und natürlich nehmen wir die Schrotflinte. Ja. Ach. Ich überlege gerade. Weiß nicht, wir haben jetzt diesen komischen Piekser. Und ich weiß echt nicht. Leute, ich weiß echt nicht, ob ich hier hätte reinkommen sollen. Oder erst später. Na komm, mach die Tür auf. Ich kann auch jetzt noch nicht speichern, weil ich weil ich halt nicht kein Farbband habe. Na super. Oh oh. Ich habe gerade keine Lust. Okay. Aua. Ja. Ich weiß nicht, wo ich als erstes gezielt habe. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich brauche keine Heile. Yeah, und eine, da haut der mich ja auch tatsächlich, dieses. Alter, Schwede. Ich muss einmal gucken. Ach, ich bin noch gesund, okay. Da hat er mich noch. Ach, den hätten wir, den brauchen wir, ne? Okay, wisst ihr was? Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich werde, ja. Ablegen. Ja, bitte. Und ich glaube, weiß nicht. Ich glaube, dass ich. Ja, jetzt. Gib doch auf. Wieso? Ah, jetzt. Okay. Ja.
Und ich muss hier hoch, noch mal hoch. Geht nicht anders. Herunterklettern, ja. Ich muss auch noch Sachen holen. Nicht ehrlich. Nein. Okay, geht nicht mehr. Ach, meine Güte, wieso? Ha, Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte dafür für Fahrerkabine steckt wie üblich in meiner Tasche. Doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ihn sicher jemand abgeben. Doch er ist anders. Ich suche danach, aber sollten Sie ihn finden, geben Sie ihn zurück. Vielen Dank im Voraus. Okay. Wir haben, er hat gesagt, in seiner Jackentasche, ne? Oder in der Aktentasche bestimmt. Ich glaube, wir haben die Schlüsselkarte in der Aktentasche gefunden, ne? Ja, treten wir einmal noch bei ihm drauf und gut ist. Ich überlege gerade. Ich bin echt am Überlegen gerade, was ich am besten machen soll. Komme ich jetzt nach oben? Weil das ist für mich zu wenig Platz, also Inventarplätze, das ist echt. Nein, ist immer noch. Okay, dann kommen wir da nicht rein. Und ich nehme schon, glaube ich, über eine halbe Stunde auf, Leute. Ja, aber ich verlängere das jetzt auf ein paar Minuten, weil ich möchte ja, dass ihr auch was davon habt und auch davon zu sehen bekommt. Natürlich werde ich, sobald ich mehr Platz habe, meine Güte, werde ich natürlich speichern und dann beenden. Aber muss hier lang, genau. Moment. Ach, ich habe einen Platz. Oh. Das spitze Teil, könnte da ich das von der Rebecca geben? Ja, weil wisst ihr was? Ich gebe ihr mal den Ticker. Ja, egal was das jetzt ist. Auf jeden Fall gebe ich ihr das jetzt gerade. Und ich weiß nicht, ob sie den gleich noch braucht. Ja. Aber gib ihr das einfach. Ja, komm. Ich probiere mal aus, ob ich dabei schon mit was machen kann. Mit ihr. Genau, ich probiere was aus. Natürlich nehme ich. Ach ja, ich habe ja. Habe ich Platz? Nein! Okay. Ich gucke mal. Moment. Es kann sein, dass ich diesen verdammten Picker wieder. Rückgriff ist jetzt frei. Ach, ich muss wieder rein. Leute, ich muss wieder rein. Ach du Scheibenkleister. Na, Ziel. Bleibst du liegen? Ich schieß noch mal. Kommt noch jemand?
Noch einer? Die sind tot. Ich gehe noch mal rein und hol mir den Erste-Hilfe-Spray. Ich möchte mehr Inventarplätze. Oh, Leute, ganz ehrlich. Ich weiß, ich bin jetzt gerade ein bisschen am Rumjammern. Aber ich gehe jetzt mal zu Billy, der unten auf mich wartet. Weil ich muss der lieben Rebecca natürlich jetzt auch anders sein. Und hier kann man Folgen machen. Let's go! Okay. Ah, okay. Ich gehe mal so. C. Und zwar austauschen. Er kriegt. Moment. Das. Und. Gut, sie hat nachgeladen. Das ist schon mal gut. Was ich gerade versuche ist. Nein. Kombinieren, austauschen, bitte. Und zwar. Nee, hier. Ich will austauschen, danke. Hier und nee. Leute, ganz ehrlich. Nein, 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 nein. Oh. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Und zwar Zahlen ändern A und B. Okay, 15, 30, 45, 60. Ja, passt. Genau. So. Das Problem ist, ich muss gerade überlegen. Und daher. Muss ich einmal ihn. Da ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen brauchen Sie irgendein Werkzeug. Ja, den habe ich ja. Dass der das nicht automatisch macht. So. Ich gehe. Aber, Moment, ich muss einmal gucken. Er hat jetzt zwei Plätze frei. Sie hat, die liebe Bäcker hat gar keinen Platz. Weiter. Oh, je. Yeah. Weil ich würde gerne, ihr wisst schon wohin. Ich will da noch, ich hab da den Koffer noch liegen. Ich möchte gerne auch die Kräuter haben. Leider. Also was heißt leider, umso besser. Und was? Bleiben die jetzt liegen? Lass die immer wieder aufstehen. Ist. Ja. Okay, heute. Verdammt. Wo? Oh. Also, wieso bleibt die nicht liegen?
Das Blöde ist ja, ich dass ich in den anderen beiden Teilen ja mit der Maus steuern kann, also mich umgucken kann. Sprich, ja, willst du mich rein? Und ja. Nein, ich will hier jetzt erstmal speichern natürlich. Und ja, und da ich schon fast über meine Zeit bin, tut mir auch leid. Nein, natürlich nicht, aber für euch mal nehme ich mir halt die Zeit und ja. Und natürlich mache ich halt auch länger, weil das wird wohl sehr, sehr lange dauern. Und natürlich wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund. Ich meine wirklich, bleibt gesund. Und ja, ich würde mich über ein Abo freuen oder auch am besten mehrere Abos. Und ihr könnt mir auch gerne ein Feedback geben diesbezüglich, wie ihr es so findet und ob ihr das auch gerne schauen möchtet. Und ja, und wie gesagt, ein Däumchen nach oben würde ich ja, da würde ich mich auch noch drüber freuen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Resident Evil Zero, genau Zero. Und daher verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!